Um diese Statue geht es heute Abend. Und sie alle kommen am Donnerstagabend nach Garrel. Über 80 Frauen aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta waren eingeladen. Und auch Nonnen durften dabei nicht fehlen. Schließlich geht es bei dieser Preisverleihung um die OM Zukunftsmacherin 2023. OM Medien möchte mit dem Award Frauen, die im Job oder im Ehrenamt viel leisten, mehr in den Mittelpunkt rücken. Gleichzeitig soll die Veranstaltung die Chance geben, sich zu vernetzen und später dann sich zu unterstützen und auch zu inspirieren. Das Angebot nahmen die geladenen Frauen auch in diesem Jahr begeistert an. Doch wer ist die Zukunftsmacherin 2023? Und beschäftigen uns mit der Frage, was macht denn echte Zukunftsmacherinnen eigentlich aus? Es sind Frauen, die im Job und oder im Ehrenamt viel leisten, die sich engagieren, die eine Strahlkraft haben, die präsent sind. OM-Medienreporterin Sandra Hoff führte gemeinsam mit Chefreporterin Anke Hilbeler durch den Abend. Immer wieder gab es auch kurzweilige Gespräche. Eine Kernbotschaft dabei: Glaubt an euch, ihr schafft das. In den vergangenen Monaten hat eine sechsköpfige Jury 15 Nominierte festgelegt. Sie alle sind starke Frauen aus dem Oldenburger Münsterland. Zu Wort kam am Abend auch Julia Kahle, Mitbegründerin und Geschäftsführerin eines Startups, das Nannys mit Eltern zusammen vernetzt. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Sigrid Hellmann an der Flöte und Dr. Cecilia Klaus an der Violine. Und schließlich war der Moment gekommen. Jurymitglied Stella Böckmann hielt die Laudatio und damit stand fest: Die OM-Zukunftsmacherin 2023 ist Marion Schauten aus Cloppenburg. Stehen eigentlich nur Zukunftsmacherinnen und Macherinnen, sonst wären wir heute nicht hier. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Auch für die tolle Rede, Stella. Nach Sarah Dehm ist Marion Schauten nun die zweite Frau, die eine wirkliche Zukunftsmacherin ist.